Ja, willkommen zu meinem neuen Videotutorial zur Installation, Wartung, Administration von Minecraft-Servern. Das ist jetzt Teil 2 meiner Aufnahmen. Im ersten Teil haben wir den Minecraft-Server Vanilla eingerichtet mit der neuesten Version. Ich glaube 1.10 irgendwas war es seinerzeit. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, dass wir ein Modpack installieren. Ich habe mich dafür, weil es halt sehr beliebt ist, für Life in the Woods entschieden. Es ist halt gerade sehr populär, stellt aber auch, deswegen habe ich es halt gewählt, eine relativ komplizierte Installation auf einem Server dar. Am Ende ist sie nicht schwierig, aber am Anfang stellt sie einen sehr schwierig dar. Und ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Also das heißt, wie im ersten Video ist die Zielgruppe hier nicht, dass ich irgendwelchen Pros, Quacks oder anderen Serveradministratoren zeigen möchte, wie es geht, sondern dass ihr für euch privat, zu Hause, für eure Freunde einen kleinen Minecraft-Server aufsetzen könnt, womit ihr spielen könnt, eventuell auch für YouTube aufnehmen könnt und whatever ihr machen wollt. Und das ist also das Ziel dieses Videos oder der Videoreihe im Allgemeinen. Das mache ich eigentlich meistens so in meinen Videos, dass das Ziel nicht ist, hier irgendwas Großartiges zu vermitteln, was total neu ist, sondern eher eine Zusammenfassung diverser Anleitungen, die halt relativ kompliziert geschrieben sind, weil sie halt von Nerds für Nerds sind und den Einstieg schwer machen. Daher ist der Anspruch in meinem Video eher eine einfache Anleitung zu machen. Sicherlich werde ich dann hier und da Sachen nicht erklären, die halt eventuell kompliziert sind, beziehungsweise an der Stelle überhaupt nichts zur Sache tun. Daher möge man mir das verzeihen. So, wir wollen Life in the Woods einrichten und dazu haben wir als Basis den Debian-Server, den wir genommen haben. Also das hier ist jetzt Debian. Das haben wir im ersten Video eingerichtet. Ich hoffe, ihr habt die Installation, den Server betriebsbereit. Mit dem werden wir heute weitermachen. Und den nehmen wir als Basis. Und dort werden wir Life in the Woods installieren. Wieder mal muss ich an der Stelle darauf hinweisen, alles, was ich hier mache und Links und sowas, ich werde die nicht großartig vorlesen, sondern die werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Dafür habe ich mir auch schön heute noch was alles aufgeschrieben. Ich hoffe, dass passt auch alles. Und ich hoffe, dass ihr damit zurechtkommen werdet. Also, wir fangen an. Wir haben also den Server, den wir letztes Mal eingerichtet haben. Und an der Stelle jetzt wollen wir uns jetzt live in The Woods reinknallen. Es ist sehr beliebt. Es macht auch echt Spaß zu spielen, auch wenn ich es persönlich sehr schwer finde. Und das Erste, was ihr merken werdet, wenn ihr auf die Webseite von Life in The Woods, Klammer auf, Link ist in der Beschreibung, geht ihr auf den Reiter Downloads. Und da werdet ihr feststellen, es gibt keinen Server-Download. Beziehungsweise, wenn ihr danach googelt, werdet ihr zu einer sehr, sehr alten Anleitung kommen, die nicht, also der Server-Download ist sehr veraltet und stellt nicht das aktuelle Modpack dar. Das heißt, ihr würdet anfangen, indem ihr euch einfach schon mal den UOP-Launcher runterladet und lokal installiert. Den werdet ihr eh brauchen, wenn ihr es spielen wollt. Habt ihr eventuell auch schon. Und der Launcher macht eine komplette Installation. Im Prinzip ist das ein in sich geschlossener Fork von Minecraft, der halt ein vordefiniertes Minecraft-Modpack dann ausliefert. Ihr werdet dann einen Ordner auf eurer Festplatte wiederfinden. Diesen lit-wrl-Ordner kopiert ihr auf einen USB-Stick. Oder whatever ihr nehmen wollt, um das auf den Server zu bekommen. Oder ladet es per FTP hoch, wenn das ein gehosteter Server ist. Das überlasse ich euch. Ich habe das schon vorbereitet. Und den benennt ihr. Wichtig ist, ihr benennt den um. Ursprünglich heißt der .litwrl auf eurem Gerät. Der Punkt würde in Debian dafür sorgen, dass der Ordner unsichtbar ist. Ihr würdet den Ordner also nicht sehen. Deswegen ist es wichtig, dass wenn ihr den kopiert oder hochladet, dass ihr da den Punkt vorneweg wegmacht. Das ist wichtig. Ihr kopiert den kompletten Ordner, wo ihr den findet, seht ihr in der Beschreibung. Kopiert ihr auf den Server, den brauchen wir gleich. Also das ist dann das. Das ist das Einzige, was ihr im Client machen müsst. Wichtig ist, wenn ihr den Launcher einmal runtergeladen habt, es reicht nicht einmal den Launcher, also die Installations-Jar auszuführen, sondern ihr müsst den auch einmal starten.
damit er alle Ordner anlegt. Erst dann ist wirklich alles vorhanden. Und wenn ihr das dann kopiert habt, machen wir im nächsten Schritt am Server weiter. Ich hoffe, meine Art zu quatschen ist auch okay. Ich versuche hier nicht eine Art rauszuhängen, wie irgendwie der erklärbar, wobei es im Endeffekt erklärbar ist. Also, auf jeden Fall, wenn ihr diesen Ordner habt, geht ihr in diesen Ordner rein. Das erste, was ihr macht, also hier ist eine Menge Zeug drin, was zu Life in the Woods gehört. Ihr geht in Games, dann entweder habt ihr das Basic-Paket oder das Hungry-Paket, in unserem Falle das Basic. Hier findet ihr verschiedenste Ordner. Diese könnt ihr, anders gesagt, er wird bei der Installation unter Umständen nach Shadern und solchen Sachen fragen, die braucht ihr nicht. Also die braucht ihr für den Server auf jeden Fall nicht, für den Client eventuell, damit es schöner aussieht. Ich spiele auf jeden Fall mit Shader. Ihr kopiert alles, was in diesem Ordner drin ist, geht rüber in den Minecraft Magma Admin Ordner, den wir uns ja eingelegt haben zur Serverinstallation, geht hier rein und würde das jetzt reinkopieren. Das Problem an der Sache ist, dass in meinem Beispiel der Server noch läuft. Dafür haben wir unsere Webkonsole, das heißt, wir halten den Server jetzt komplett an. Und jetzt könnt ihr es reinkopieren. Und sollte er Fragen stellen, wie jetzt hier, das ist nur eine Logdatei, die ist nicht schlimm, aber er sollte er Fragen stellen, dass Dateien und Ordner überschrieben werden sollen, sagt ihr, alle ersetzen. Also ihr überschreibt wirklich alles, dass alles hier reinkommt. Das ist im Prinzip schon die Magie. Das bedeutet, jetzt ist eigentlich schon, wieso ist der Ordner nicht noch offen? Jetzt ist eigentlich schon alles, was ihr an Mods braucht, das ist nämlich jetzt im Ordner Mods, ist da vorhanden, was ihr brauchen werdet, um Life in the Woods zu starten. Im nächsten Schritt, aber wir sind ja noch nicht fertig, im nächsten Schritt gehen wir jetzt wieder in den Life in the Woods Ordner, gehen zurück in den Basisordner und dort finden wir jetzt einen Ordner Minecraft und darin einen Ordner Versions. Der Ordner ist jetzt nur rein informativ, weil der Hintergrund ist, hier findet ihr eine Versionsangabe, welchen Forge-Mod er benutzt hat, also der Mod-Ersteller. Und diese Versionsnummer merkt ihr euch, schreibt es euch auf oder was auch immer. Und wichtig ist hier die 10.13.4.1.6.1.4. Die ist im Prinzip wichtig, weil dann geht ihr nämlich auf die Webseite von Forge. Ich dachte, gehen wir auf die Basisseite zurück. Sicherheitshalber geht ihr, weil er springt automatisch hier auf den Download für die aktuellste Version. Ihr geht hier auf 1.7.10, weil darauf basiert Life in the Woods. Es ist nicht bei weitem nicht die neueste Version. Und jetzt bietet ihr euch verschiedene Downloads an. Also ihr könnt hier auf Show All Downloads gehen und dann hier seht ihr die Versionsnummer. Das ist genau dieselbe wie hier. Und da ladet ihr euch die Version runter, die ihr braucht. Ja, jetzt in dem Falle ist es die aktuellste und das heißt, wir würden uns hier den Universal Installer runterladen. Den würdet ihr in der Spalte hier finden, das ist der mittlere. Den nehmen wir auf keinen Fall den Windows, nicht den Universal und nicht den Source Code. Immer den Installer nehmen. Den habe ich jetzt schon runtergeladen. Der ist nämlich hier und dann brauchen wir nochmal eine Konsole. Wir gehen dann jetzt nämlich in den Ordner Downloads. Wenn wir jetzt hier mal schauen, wenn wir den nämlich finden, ich mache das mal schön groß, dass man sehen kann, obwohl jetzt nicht viel passiert. Und jetzt geben wir ein java-jar und tippen den Namen der Datei ab. Ich hoffe, ich vertippe mich nicht. Ich habe ein Talent dafür, mich echt oft zu vertippen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht unbedingt als Entwickler arbeiten möchte. Aber man muss auch ehrlich sagen, der Namensgeber dieser Datei ist echt, der gehört geschlagen. Also auf jeden Fall, ihr tippt das so ab, wie die Datei heißt. Also java-jar Dateiname plus Endung und drückt Enter. Und jetzt kommt der Installer. Weil nämlich der Unterschied zu dem Life in the Woods Pack für euren Client ist, dass dort der Client installiert ist, nicht der Server.
Ihr wählt also jetzt hier Install Server und seht hier einen Ordner. Wäre der Default-Ordner. Den nehmen wir nicht, sondern wir wechseln in den MagmaAdmin Minecraft-Ordner. Da wechseln wir rein und starten die Installation. Die geht relativ schnell. Hier im Hintergrund seht ihr auch, was sie am Machen ist. Er lädt jetzt nämlich, weil die Jar eigentlich ziemlich leer ist, lädt er den eigentlich jetzt komplett runter und kopiert alles Mögliche jetzt in diesen Minecraft-Ordner rein. Weil das ist nicht nur die eigentliche Version, sondern halt er installiert verschiedenste Bibliotheken, die an der Stelle benötigt werden. Das sagt nämlich auch, dass der Server korrekt runtergeladen worden ist, 17 Libraries installiert worden ist und ForkMod. So. Das war's. Die Konsole brauchen wir jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt zu viel gerade zu? Ja, ich habe den Donuts-Ordner zugemacht. Sekunde. Also die Datei wäre jetzt fertig. Er legt auch einen Log an, was installiert worden ist. Jetzt gehen wir wieder in den Minecraft-Ordner. Jetzt sehen wir da halt auch, dass sehr viel mehr da ist. Wir haben jetzt nämlich auch hier eine Datei, die heißt fork und gibt halt den Universal-Launcher an. Und diese benennen wir jetzt um. Weil die werden wir gleich wieder mit MagmaAdmin, die erkennt, umbenennen müssen in ForkMod. Nur dann erkennt MagmaAdmin die gleich. So, die benennen die um in ForkMod. Der Rest bleibt gleich. Das ist die übrigens die Vanilla Mod, also die Vanilla Minecraft Jar. Ja, und dann können wir eigentlich schon in die Web-Applikation gehen. Ich möchte aber, deswegen halte ich jetzt das Ganze jetzt mal an, euch einen kleinen Tipp geben. Weil ihr werdet sehen, dass hier unten 1 GB RAM allokiert ist, also dem Server zugewiesen worden ist. Das wird zu wenig sein, das sage ich euch jetzt schon. Das wird zu wenig sein. Deswegen halten wir das Ding jetzt mal an. Oh, so war das. Quit. Das heißt, wir gehen in die Konsole, wo jetzt das ganze MagmaAdmin Backbone läuft und halten das mit slash quit an. Dann ist es wirklich komplett angehalten und wir kriegen jetzt gleich auch jeden Moment hier eine Fehlermeldung. Wir gehen dann rüber in unseren MagmaAdmin-Ordner und dort finden wir eine MagmaAdmin-Conf. Diese öffnet ihr mit dem Mauspad. Großen. Das ist die ganze Konfiguration dieses Systems. Und hier gibt es nämlich einen Eintrag für den RAM. Und den drehe ich jetzt schön hoch. Dasselbe, ich kann hier, wenn ich möchte, auf Server umstellen. Das macht die ganze Applikation ein bisschen performanter, finde ich. Haben wir sichergestellt, dass wir haben durch die Installation im ersten Video sichergestellt, dass wir die richtige JDK-Datei haben. Also Java-Version, so, Entschuldigung. Wir speichern das, wobei wir ja nicht auf Java, sondern auf OpenJava arbeiten. Und wenn wir das jetzt wieder starten, ich starte jetzt einfach nur nochmal den ganzen Dienst. Wir werden gleich sehen, wir müssen uns jetzt gleich im Webfrontend neu anmelden. Ja, der spawnt jetzt schon, der Server ist jetzt schon wieder da. Wir sehen Session Locked Out Lost. Locked Out, so. Und jetzt müssen wir uns neu anmelden. Wir werden jetzt sehen, dass wir ein bisschen mehr RAM haben werden. Wir haben nämlich jetzt 4 GB RAM. Das ist für einen Vanilla-Server eigentlich zu viel. Finde ich, also ja, es ist zu viel für einen Vanilla-Server. Aber für gleich Live und Woods ist das echt wichtig. Jetzt gehen wir nämlich rüber in Konfiguration, Server Settings und jetzt haben wir nämlich den Server Type. Und da stellen wir nämlich um auf ForkMod. Installieren braucht er nicht, den wird er nicht korrekt runterladen. Wir halten jetzt auf jeden Fall den Server an, damit wir jetzt gleich den ForkMod öffnen können. Man kann das jetzt eigentlich hier mal nachgucken. Man kann jetzt nämlich in der MagmaAdmin nachgucken. Weiß ich gerade selber nicht, wo der Eintrag ist, aber hier ist irgendwo der Eintrag, dass er auf jeden Fall Fork, ich suche jetzt mal hier drin, dass er den Servertyp Fork ausgewählt hat. Das heißt, wenn wir den Server jetzt starten würden, würde er den Fork-Mod verwenden und nicht mehr den Vanilla-Server. Jetzt ist aber noch wichtig, wir gehen jetzt einmal in den Minecraft-Ordner. Dort ist eine Server-Properties, auch die machen wir auf. Das sind die einzigen Sachen, so, die wir eigentlich von Hand ändern müssen, weil hier ist der Level-Type, der steht jetzt in meinem Fall auf große Biome.
Es ist aber halt so, dass wir natürlich die tollen neuen Biome haben wollen, die Life in the Woods mitbringt. Und deswegen schreiben wir jetzt hier Bioms OP an, rein. Das bedeutet einfach, dass er jetzt hier in dem Falle die tollen neuen Biome nehmen wird. Speichern wir. Und jetzt ist noch wichtig, im Grunde euren World-Ordner, den ich letztes Mal schon eher generiert habe durch den Level-Start, der kann weg. Weil der muss jetzt gleich neu angelegt werden, weil ja, das ist ja halt unbrauchbar in dem Falle. Und jetzt ist die Sache, wir starten jetzt den Server und ich garantiere euch, der wird beim ersten Mal knallen. Das werden wir gleich sehen. Ich starte jetzt mal, dann gehen wir mal rüber in die Konsole. Und wir sehen schon, dass er den Fork-Mod, das hat man da ganz kurz gesehen, geladen hat. Es würde mich jetzt auf jeden Fall wundern, wenn er jetzt starten würde. Weil das Problem ist einfach, dass er das Problem haben wird, dass es gibt einige Mods, die sind halt nur für Clients gedacht. Und die müssen halt hier dann runter. Und ich mache mir ehrlich gesagt nicht die Mühe nachzulesen, welche Mods dafür gedacht sind, sondern ich lasse den einmal starten, er wird schon meckern. Also Farseek ist Nummer zwei, normalerweise eins, was gleich knallen wird. Da haben wir die nämlich auch schon. Das heißt, wir stoppen jetzt mal alles, damit wir die. Also ich habe das jetzt mit String C unterbrochen, weil diese Liste braucht man nämlich. Also um das kurz zu erklären. Wir haben den jetzt mal hochgefahren, nur um zu gucken, welche Mods starten und welche nicht. Natürlich ist das keine schöne Art zu starten, aber es ist eine effiziente Art zu starten. Und das bedeutet einfach, dass wir jetzt eine Liste haben, welche Mods geladen werden konnten und welche nicht. Diese Mods findet ihr im Minecraft Mods-Ordner. Das heißt, wir gehen jetzt einfach her und gucken. Hier haben wir UC-Einträge, das heißt Unloaded und Constructed. Das bedeutet, die sind eigentlich okay. Und jetzt hier ist einer UE. Das bedeutet, E ist Errored. Das bedeutet, wir haben jetzt hier von den ganzen Mods ist nur einer, der fehlerhaft ist. Wundert mich. Aber dann haben die das auch schon wieder rausgepatcht. Das bedeutet, der Soundfilters, der ja am Server in dem Hinsicht auch nicht benötigt wird, der muss raus. Und dann haben wir nämlich hier die Mod. Und die könnt ihr ganz einfach rausnehmen. Ich wusste gar nicht, dass Dings einen Ton macht, Debian. Und dann können wir das Ganze nochmal starten. Und dann gucken wir mal, ob er jetzt besser startet. Und wenn das jetzt funktioniert hat, sind wir eigentlich auch schon fertig. Ich bin jetzt gespannt, ob er startet. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen. Ich will nur die Videos nicht in absolute Überlänge ziehen. Das mag ich persönlich selbst nämlich nicht. Natürlich kommt jetzt die Frage auf, warum mache ich nicht alles in der Konsole? Aber das ist ja die Idee des ersten Servers gewesen, dass wir halt für kleine LAN-Partys oder so eine easy Methode haben, den Server zu administrieren, mal hochzufahren oder was auch immer wir machen wollen. Und daher haben wir uns ja für Magma Admin entschieden. Hat ein bisschen mehr Arbeit mit sich. Also wir sehen schon, er startet, glaube ich, mehr schon als eben. Es führt ein bisschen mehr Arbeit mit sich, aber es läuft gut. Ich zumindest. Dass der am Anfang viel hochfährt und mal Fehler bringt, ist völlig normal. Dass er meckert, dass Rezepte nicht da sind. Aber wir werden sehen schon, er bereitet die Welt vor. Er bereitet die Spawnwelt vor. Genau, jetzt startet noch mehr Mods, das was nicht geht, dass der halt, das ist am Anfang, dass der halt die Biome durcharbeitet. Das ist völlig normal. Hier sehen wir uns, dass im Antikatlas ein Dorf direkt in der Nähe wohl gespawnt hat. Der erste Start ist immer langsam. Danach die Starts sind schneller. Nochmal zurückzukommen, die Idee ist ja wirklich, dass man einen kleinen Server hat, den man halt mal eben von der Webseite aus administrieren kann, den nieder hoch und runter fahren kann, wenn man die Leute User gibt und solche Sachen. Und das eventuell, es gibt sogar mittlerweile eine App, habe ich jetzt gesehen. Ich habe mir das mal durchgelesen. Die funktioniert auch ganz gut. Der Server ist übrigens jetzt gestartet. Nicht schlimm, es ist halt einfach nur mein Demo-Passwort, aber es war auch nicht vollständig. Ich schneide das raus. Jetzt gehen wir noch mal da rein, um zu gucken, wie er läuft. Und er ist komplett hochgefahren.
Und jetzt sehen wir halt auch schon das Problem. Wir sind jetzt schon, ohne dass irgendein Spieler drauf ist, bei knapp 700 MB Verbrauch im Gegensatz zu 150 vorher. Und da sehen wir schon, dass wir einfach deutlich mehr Power brauchen. Und ja, der Server ist da, er ist gestartet, er ist einsatzbereit und ihr habt Live in the Woods auf eurem Server. Jetzt könnt ihr von jedem Arbeitsstation drauf connecten und Spaß haben. Ihr könntet natürlich, das werde ich in einem dritten Video machen, die Mods noch tweaken, also noch einstellen. Einen Tweak habe ich euch jetzt schon gezeigt, dass wir mehr RAM geben, weil ansonsten hätten wir jetzt nämlich schon das Problem, dass der Leistungslimit wäre. Und das machen wir im nächsten Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr damit zurechtkommt. Wenn ihr Fragen habt, stehe ich euch gerne in den Kommentaren zur Verfügung. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Hat ja beim ersten Video ganz gut geklappt. Da habe ich sehr gutes Feedback bekommen. Und ja, ich glaube, das war's. Live in the Woods ist drauf. Es ist gestartet, es läuft. Ging besser, als ich gedacht habe. Also es kann nur so als Anmerkung noch, es kann sein, das eine, was wir gemacht haben, dass das mit mehr Mods passiert, je nachdem, welchen Release ihr nehmen werdet oder wann ihr das installieren werdet. Soll ich mehr Mods wegknallen, die hieß aber denn so, das sind halt alles dann die Mods, die nicht Server geeignet sind, knallen. Wenn die auf dem Server laufen, könnte man jetzt noch hergehen und die rausnehmen, wie Antike Atlas, der wird auf dem Server nicht unbedingt benötigt, der funktioniert auch, wenn er nicht auf dem Server installiert ist. Farseek funktioniert auch, wenn er nicht auf dem Server installiert ist. Und da kann man halt jetzt einige Sachen wegnehmen, einige sind essen sehr wichtig. Auch wenn Not Enough Items zum Beispiel eher ein Client-Mod ist, ist die am Server wichtig, weil die Leute halt sich sonst Items spawnen könnten unter Umständen und ihr damit einstellen könnt, was die sehen und solche Sachen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ich würde mich über Kommentare, Daumen hoch, Abonnenten oder was auch immer freuen. Und sage ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Ist doch länger geworden, als ich gedacht habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir... Fummeln an Servern. Ciao.